Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem monatlichen Aufgebraucht-Video. Im Monat Oktober habe ich insgesamt 31 Produkte leer gemacht, die ich wie gewohnt gewissenhaft in meiner Excel-Tabelle erfasst habe, um euch einfach die wichtigsten Fakten auch erzählen zu können. Es waren insgesamt 14 Produkte aus Beautyboxen und Co. dabei und 9 Produkte aus meinen Themenhaus. Es gab einige Produkte, die ich euch ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann, nämlich insgesamt 16 Stück, die von mir eine ganz tolle Bewertung bekommen haben, nämlich 4 oder 5 lila Herzen. Ich bewerte ja alle meine Produkte mit diesem Herzensystem. Es gab aber leider auch ein Produkt, was ein Flop geworden ist und somit 0 oder 1 lila Herz nur von mir bekommen hat. Meine Monatsverlosung wird es jetzt hier auch wieder geben. Dazu kommen wir am Ende des Videos noch. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe alle Produkte nach Produktkategorien sortiert und die findet ihr in den Timestamps. Also wenn euch da nur etwas Bestimmtes interessiert, könntet ihr da theoretisch auch weiterspringen. Und wir starten jetzt mit der Kategorie Raumdüfte. Und da habe ich zum einen diese große Duftkerze hier aufgebraucht von der Marke Yankee Candle. Es ist die Variante Mango Peach Salsa mit 623 Gramm. Ich mag die Yankee Candles insgesamt generell sehr gerne, weil sie eine schöne, lange Brenndauer haben und richtig schön intensiv duften. Man nimmt den Duft gut wahr. Und diese Variante hier habe ich angefangen, Ende des Sommers wegzudüfteln. Und es war so ein richtig schöner, fruchtig-zitrischer Duft. Mir vielleicht eine Nuance zu zitrisch. Es war auch noch so was Würziges mit dabei. Also insgesamt recht schön und noch passend für die letzten warmen Tage. Aber jetzt im Winter wäre das zum Beispiel kein Duft, den ich mir da anmachen würde. Da hätte ich noch eher einen anderen, den ich euch da empfehlen könnte, der sehr gut für mich in den Herbst und in die Wintermonate passt. Nämlich der von Bath & Body Works Banana Bundt Cake. Das war so ein richtig schöner, ja fast herzhafter, warmer Bananenduft gewesen. Also keine süße Banane und diese würzigen Komponenten standen da sogar noch ein bisschen mehr im Fokus als wie die Banane. Es passt jetzt einfach für mich sehr gut zu den kälter werdenderen Tagen. Ich finde die Bath & Body Works Kerzen auch sehr schön von der Intensität des Duftes. Sie brennen aber deutlich schneller weg. Nun gut, hier sind auch weniger Gramm drin. Ich spick mal kurz. Hier sind 411 Gramm drin im Vergleich zu Yankee Candle, zu der großen Kerze natürlich deutlich weniger. Das Schöne ist, dass wir hier eine Dreidocht-Duftkerze haben. Dadurch bildet sich ziemlich schnell ein Pool. Darauf muss man achten. Das heißt, die gesamte Oberfläche wird flüssig. Bevor man so eine Kerze nämlich ausmacht, muss dieser Pool erreicht werden, sonst brennt sie nicht gleichmäßig runter. Und das wird eben bei diesen recht schnell erreicht. Und ja, also es sind beides Marken, die ich empfehlen kann und den jetzt auch speziell für Herbst und Winter. Mit der Kategorie Zahnpflege geht es weiter und im Glossybox Spring Sale Nordic Bundle hatte ich diese Tube hier drin von der Marke Oral-B. Die Sensitivity and Gum Calm Original Zahncreme ist das mit 75 Millilitern. Das war eine ganz sanfte Zahncreme, die ja schön abwechslungsreich mal nach Kaugummi geschmeckt hat. Ich fand das ganz lecker und für den Moment und kurz danach hatte man auch einen schönen frischen Atem, der aber leider nicht lang genug angehalten hat und deswegen gibt es da ein bisschen Abzug. Da mag ich dann andere Zahncremes noch lieber. Mit der Kategorie Handpflege geht es weiter und für meinen Mango Haul hatte ich diese Handseife hier gekauft von Balea, die Famos Aplaya mit Wassermelonenextrakt und dem Duft von Drachenfrucht und Mango. 500 Milliliter sind hier drin und ich fand, sie hat sich relativ schnell aufgebraucht dafür, dass sie so viel Produkt drin ist. Sie roch angenehm fruchtig, frisch, süß, aber ich habe jetzt die einzelnen Komponenten wie Wassermelone, Drachenfrucht, Mango überhaupt nicht herausgerochen. Schade eigentlich, ich liebe ja so Mango-Düfte und Wassermelonendüfte. Das wäre so ein richtig schönes Highlight geworden. So fand ich das Ganze in Ordnung. Mit diesen 3 Produkten, die ich für meinen Honighaul gekauft hatte, geht es mit der Kategorie Haarpflege weiter. Hier haben wir Shampoo, Conditioner und Leave-In-Pflege von der Marke Shea Moisture. Und das ist die Variante Manuka Honey and Joghurt. Soll Feuchtigkeit spenden und reparieren. Und ich fand die 3 Produkte richtig toll. Also allesamt in Kombination sowieso. Es war eine tolle, schöne, leichte Pflege, die die Haare nicht beschwert hat, die sie richtig gut gepflegt haben. Sogar meine Friseur
Friseurin musste beim letzten Mal keinen Spliss abschneiden und ich war selbst auch begeistert von dem Glanz meiner Haare. Mir haben die Produkte sehr, sehr gut gefallen. Es waren relativ große Flaschen, also hier bei Shampoo und Conditioner sind jeweils 384 Milliliter drin und bei der Leave-In-Pflege 237 Milliliter. Sie haben einen schönen, leicht süßlichen, aber auch frischen Geruch gehabt und ich war wirklich ganz fasziniert. Die waren gut kennbar, die Haare. Diese Produkte sind sogar auch für gefärbtes Haar geeignet, ohne Sulfate. Also das ist etwas, was ich euch ans Herz legen kann. Als wir mal übers Wochenende weggefahren sind, habe ich angefangen, diese beiden Tuben hier für die Haarpflege aufzubrauchen. Und das eine hier ist von Terre de Mar, die Nummer 010, ein Irreverenz Nourishing Shampoo mit 50 Millilitern. Ich fand das nicht ganz so gut. Es war jetzt auch kein schlechtes Produkt, aber es hatte mich nicht so überzeugen können, da es relativ dünnflüssig ist. Es hatte einen Kräuterduft und Kräuterdüfte sind nun mal auch nicht meine Favoritendüfte, aber der war sehr angenehm. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass ich das Gefühl hatte, immer mehr Produkt nehmen zu wollen, obwohl das vielleicht auch gar nicht nötig gewesen wäre, aber vom Gefühl her, weil es kaum aufgeschäumt hat. Und ja, irgendwie das Gefühl in den Haaren war auch nicht so optimal. Etwas besser gefallen hat mir der Conditioner hier von der Marke Maisonnette Puro. Das ist ein Conditioner mit Spirulina, also mit Alge und Gotu Kola, also Tigergras. 50 Milliliter waren hier auch drin und das fand ich sehr angenehm. Es machte oder hat spürbar die Haare gepflegt. Es war eher reichhaltig und hatte auch einen recht intensiven Duft gehabt, aber einen sehr schönen, der auch ein bisschen an Friseursalon erinnert hat. Also das fand ich ganz nett. Den fand ich noch okay, aber es sind beides keine Produkte, die ich nachkaufen würde. Mit dem nächsten Produkt gehen wir über zur Körperpflege und das ist ein Produkt, was man so in dieser Form, glaube ich, nicht kaufen kann, denn ich hatte es im schönen Paket von der lieben Bax drin gehabt und ich meine, sie hat das einfach auch selbst hergestellt, zumindest ist hier auch ein Aufkleber drauf, Handmade with Love. Hier in diesem länglichen Paket waren ganz viele Rosenblütenköpfe drin und das war Seife, so eine einzelnen Blätter, die man sich dann in die Badewanne streuen konnte. Und das hat so ein bisschen das Gefühl von Kleopatra gegeben. Es sah sehr, sehr nett aus. Es waren auch unterschiedliche Farben von diesen Rosenblütenköpfen. Ein ganz helles, ein rosanes zum Beispiel. Es löste sich dann natürlich auf mit Wasserkontakt und man spürte dieses Seifige dann dabei. Und ich fand, das war einfach ganz nett. Und eine habe ich auch meinem Mann in die Badewanne gestreut, als er in die Wanne stieg. Und er fand das auch ganz nett und lustig und ja, Kleopatra-Feeling pur. Und dann habe ich es geschafft, ein riesen Duschprodukt aufzubrauchen, nämlich dieses hier. Nein, ganz im Ernst, ich habe im letzten Monat schon angefangen, etwas aufzubrauchen an Duschprodukten. Das ist jetzt in diesem Monat immer noch nicht leer und ich habe aber zwischendurch immer diese kleine süße Flasche hier mir ins Badezimmer gestellt, weil ich da sehr gespannt drauf war, wie der Duft ist. Das hatte ich nämlich jetzt erst im Blissim Adventskalender drin gehabt. Das ist von Blancrème Paris, ein Bad- und Duschgel mit Honig und 30 Milliliter waren hier drin und das roch so unfassbar gut nach so einem richtig schönen, kräftigen, cremigen Honig. Sehr interessant und es war auch von der Textur eher dickflüssig, reichhaltig, sehr pflegend, also für ein Duschprodukt ein richtig tolles Etwas. Es war so intensiv vom Duft, dass ich mir vorstellen könnte, dass es in einer größeren Flasche vielleicht zu intensiv sein könnte, aber so grundsätzlich hat es mich begeistert. Als nächstes habe ich erneut einen Favoriten von mir leer gemacht, nämlich von Nivea Intimo, eine Waschlotion für den Intimbereich und auch in meiner liebsten Variante, nämlich Mild Fresh. Ich habe gerade aktuell die andere Variante auch unter der Dusche stehen, die nochmal so einen anderen Duft hat, aber ich finde den hier am besten, muss ich sagen. Und ich habe das erneut leer gemacht, weil ich es einfach wirklich sehr angenehm finde, sehr sanft finde. Hier ist auch Milchsäure mit dabei, die den natürlichen pH-Wert dieses Bereiches unterstützt. Außerdem ist da noch Bio-Jojoba-Öl und Kamillenextrakt mit dabei und das kann ich euch sehr empfehlen. In der Trendradar Trendbox hatte ich dieses Körperpeeling von Avril drin. Das peelt mit Zucker und Reispuder und hatte einen ja fruchtigen Duft gehabt.
200 Milliliter sind hier drin und ich fand das in Ordnung. Ich fand es fast ein bisschen zu sanft. Ich mag gerne gröbere Peelings und mag dann diesen massierenden Effekt mit dabei. Das war mir hier schon fast eine Spur zu sanft. Ich fand den Duft aber angenehm und ich glaube, wenn man eher eine sensiblere Haut hat, ist das vielleicht ganz gut. Ich würde es mir, glaube ich, nicht nachkaufen. Da habe ich andere Favoriten, aber ich fand es schön, mal zu testen. Und sollte es nochmal in der Box sein, würde ich das auch wieder verwenden. In der Glossy Box hatte ich einmal dieses Deo hier von der Marke We Love the Planet in der Variante Sweet Serenity. Hier sollte Rose, Honig und milde Kräuter enthalten sein. Für mich roch es leider sehr intensiv nach Kräutern und ich meine irgendwie auch Lavendel rausgerochen zu haben. Vom Duft her war es darum nicht so ganz mein Fall, aber auch die Textur ist für mich eher schwierig. Es ließ sich schwer verteilen. Es war eher pastig. Der Schutz wiederum war ganz okay, aber das wäre jetzt ein Creme-Deo, was ich nicht wieder kaufen würde, denn da habe ich mittlerweile auch ein anderes im Badezimmer stehen, was mir einfach viel besser gefällt. Gefühlt geht bei mir auch jeden Monat etwas von The Body Shop leer. Ich versuche mich da immer schon etwas abzuwechseln, dass wenn ich da ein Produkt leer mache, ich mal eine andere Marke greife, bevor ich mir wieder etwas von The Body Shop hinstelle. Aber es ist nun mal meine allerliebste Körperpflege. Und da habe ich zum einen wieder einen Körperjoghurt aufgebraucht, diesmal in der Variante Moringa. Hier sind 198 Gramm bzw. 200 Milliliter drin. Ich mag einfach die Textur dieser Gelcreme. Sie zieht sehr schnell ein, lässt sich super verteilen und ich liebe generell die Düfte, wobei jetzt die Moringa-Variante nicht so mein allerliebster Duft ist, dann gibt es noch andere, die mir besser gefallen. Darum ist es aufgrund der Duftrichtung keine volle Punktzahl, aber immerhin noch 4 von 5 lila Herzen. Tolle Pflege, die auch langanhaltend pflegt. Und ich habe dann auch noch meinen absoluten Favoriten aufgebraucht. Das ist aus der Spa of the World Reihe, die Camellia Cream. Die habe ich jetzt auch zum zweiten Mal leer gemacht. Das letzte Mal war im letzten Jahr, wo ich sie einmal leer gemacht hatte. Und dann habe ich mir die im Black Friday Haul wieder nachgekauft, also zum Black Friday. Hier sind 350 Milliliter drin und es ist eine eher festere Körpercreme, die einen ganz, ganz tollen Duft eben nach dieser Kamille hat. So angenehm und pflegend und es ist so ein schöner, leichter, alltagstauglicher Duft, nicht so intensiv, aber wahrnehmbar und hier ist die Pflege eben auch etwas ganz Besonderes. Die Haut fühlt sich super weich und sanft und seidig an, also da ist bisher bei mir noch kein anderes Produkt dran gekommen, ich liebe sie. Wir kommen zur Kategorie Augenpflege und da habe ich zunächst einen Augen-Make-up-Entferner leer gemacht, der zu meinen absoluten All-Time-Favorites gehört, nämlich dieser hier von Garnier Skin Active. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner 2-in-1. Er soll reinigen und gleichzeitig noch die Wimpern pflegen. Es ist ein Zwei-Phasen-Produkt, das heißt, in der einen Hälfte hat man so eine lilane Flüssigkeit und in der anderen eine klare. Man muss es gut schütteln. Es ist einfach super sanft. Es holt alle von den Augen runter. Ich träufe mir immer etwas auf die Wattepads, dann lege ich sie mir auf die Augen, warte ein paar Sekunden und dann nehme ich alles ab. Es nimmt alles runter, auch wasserfesten Eyeliner, wasserfeste Mascara und das habe ich schon so oft jetzt leer gemacht. Ich weiß gar nicht wie oft, aber das ist bestimmt schon die 6., 7., 8. Flasche. Keine Ahnung, würde ich mir auch jederzeit wieder nachkaufen. In der Look Fantastic Beauty Box hatte ich etwas zur Augenpflege, nämlich diese Augenmaske hier von Skimono, die Radiance Recovery 4C Maske. Diese Masken waren Biozellulose Masken und ihr wisst es, ich habe schon oft gesagt, ich mag diesen Biozellulose Stoff, weil es einfach sehr dünn ist und richtig schön anschmiegsam ist. Mag ich einfach von Grund auf schon gerne. Dann hatten diese Augenpads eine ganz besondere Form, nämlich wie so ein U. Dadurch lagen sie eben nicht nur hier unten, sondern zogen sich noch hier rum bis auf die Augenlider und haben da wirklich rundum auch alles gepflegt. Hier war die perfekte Menge Serum drin und es ist eine Radiance Recovery 4C Maske und dieses 4C steht zum einen für aufpolsterndes Kollagen, dann haben wir hier noch beruhigende Kamille mit drin und erfrischende Gurke sowie straffendes Vitamin C und das ist hier natürlich auf Englisch drauf und dadurch die 4C, also Kollagen, Chamomile, Cucumber und Vitamin C. So, also das ist eine tolle Maske, hat von mir volle Punktzahl verdient, weil sie auch genau diese Punkte
erfüllt hat. Also auffüllen, straffen, Ausstrahlung. Das war echt toll, würde ich jederzeit auch wieder verwenden. Und dann habe ich noch etwas zur Augenpflege leer gemacht, nämlich ein Augenserum von der Marke Pixi Skin Treats, das Collagen Eye Serum mit 25 Millilitern. Und das habe ich immer abends verwendet. Im Prinzip war es eine ganz leichte Gelcreme. Ich hatte fast erwartet, dass es etwas flüssiger ist, weil es ja als Serum deklariert ist. Aber ich habe dann anschließend noch ganz normal eine Augenpflege mit aufgetragen. Es hat tatsächlich meiner Meinung nach so ein bisschen gerade hier im Winkel die Fältchen minimiert. Ich weiß nicht, ob ich es mir vielleicht auch eingebildet habe, aber ich habe das Produkt jetzt über mehrere Monate im Badezimmer stehen gehabt und wirklich jeden Abend verwendet und ich meine mir einzubilden, dass es etwas glatter geworden ist. Also an sich ein wirklich gutes Produkt, auch wenn es von der Textur ganz anders als erwartet war. Mit diesem Produkt hier geht es weiter mit Gesichtspflege im speziellen Masken und das hier hatte ich im Goodiebox Adventskalender vom letzten Jahr drin gehabt. Ich bin schon sehr gespannt auf den Kalender in diesem Jahr hier und wir hatten hier von Mikura eine Pink Modeling Mask und das war eine Maske, die man sich erst selbst zusammenrührte in diesem Teil hier. Da war noch ein Sachet dabei mit Flüssigkeit, was man hier reingefüllt hat und dann auch ein super praktischer Spatel, den ich mir auch ganz bestimmt aufheben werde, weil der einfach ja gut zu reinigen ist und wenn man mal was anrühren möchte oder aus Tiegelchen entnehmen möchte, wo man nicht mit den Fingern rein möchte, dann ist das wirklich passend und praktisch, also den hebe ich auf. Ich habe mir hier hinten einiges an Notizen draufgeschrieben, weil es doch sehr umfangreich war. Es ist ja ein spannendes Anrühren, weil man das einfach mal so erlebt und irgendwie diesen Moment verstärkt, Mensch, ich tue mir gleich was Gutes. Also ich fand es ganz spannend. Es war auch ziemlich einfach, das zusammen zu mixen, aber es ist natürlich auch auf gewisse Art und Weise erstmal aufwendiger, als wie wenn man eine fertige Maske hat. Es ist dann am Ende eine rosa, peachfarbene Creme-Gel-Maske, die ganz nett aussah. Zum Spatel habe ich ja schon gesagt, dass ich den ganz toll finde. Es war insgesamt viel zu viel Produkt. Also ich hätte mir durchaus zweimal davon eine Maske auftragen können. Nun kann man das aber nicht wirklich wieder verschließen oder so. Vielleicht hätte ich es mir noch abfüllen können, einen anderen Tiegel. Aber ich bin mir nicht sicher, was dann die Haltbarkeit betroffen hätte. Denn in der Regel bei solchen Geschichten, wenn man das erst frisch zusammenmixt, sind da eben keine Zusatzstoffe drin, die das Ganze haltbar machen. Und dann weiß ich nicht, wie es ist, wenn es dann einmal offen war, wie lange sich das hält. Ich habe also darum mein komplettes Gesicht, mein Hals und mein Dekolleté und so weiter damit eingeschmiert, damit ich das ganze Produkt auch verarbeite. Es gab kein Brennen, es hatte einen kühlenden Effekt. Hier war die Einwirkzeit ziemlich lang und zwar wird sie angegeben mit 20 bis 30 Minuten oder bis es fest ist. Nach 30 Minuten war sie ganz leicht angetrocknet, aber noch nicht fest auf meiner Haut. Also ich hätte es noch deutlich länger einwirken lassen können, bis es dann etwas angetrocknet gewesen wäre. Ich hatte es auch länger drauf, nämlich ungefähr 45 Minuten, bevor ich es mir abgewaschen habe. Es hatte einen dezent fruchtig frischen Geruch, der mir sehr gefallen hat. Es ließ sich dann nicht abziehen, wie man es hätte so eigentlich machen sollen. Ich musste es wirklich abwaschen, das ging aber super. Und das Schöne war, es hat gut Feuchtigkeit gespendet. Ich glaube, insgesamt ist mir das Produkt einfach etwas zu aufwendig, um es regelmäßig zu verwenden. Aber ich fand es wirklich mal total spannend und interessant, es selber anzurühren und anzumixen. Und es hatte wirklich was von einer Spa-Anwendung. Ich habe dann noch zwei Tuchmasken aufgebraucht. Die eine hatte ich in der Look Fantastic Beauty Box und die andere in der Pip Box gehabt und beide sind von Beauty Pro. Das eine ist die Variante Rose mit Rose, Kamille und Seegras. Sollte beruhigen und Feuchtigkeit spenden. Ich fand, es war hier ein sehr, sehr angenehmer Rosenduft gewesen. Ich mag auch nicht jeden Rosenduft, aber den fand ich sehr angenehm. Das Tuch war ganz gut, nicht zu dick, die Größe passte, nur an den Seiten war es mir etwas zu kurz, es ging mir ungefähr bis hier und da war hier eben so ein Stück, wo
es frei blieb. Das Serum war ziemlich flüssig mit so einem leichten Ölanteil mit drin. Die Serummenge war ausreichend, es war angenehm und kühlend auf der Haut. Es klebte etwas danach, das zog dann aber gut ein, also es klebte jetzt keine Ewigkeiten und die Haut fühlte sich gut umsorgt an, aber es war kein Wow-Effekt, habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich hier noch die Coconut-Variante aufgebraucht. Das war eine Anti-Aging-Formulierung und die sollte eben auch tief nährend und feuchtigkeitsspendend sein. Auch da war es so, dass das Tuch genauso war wie bei der Rosenvariante. Hier war allerdings kaum ein Duft wahrnehmbar, wenn überhaupt nur minimal. Das Serum hier war tatsächlich viel reichhaltiger und glitschiger im Vergleich zu der anderen Maske. Aber auch da war genau die richtige Menge Serum drin. Es klebte auch etwas danach wie bei der Rosenvariante. Und diese Maske hier hat so richtig schön Glow der Haut geschenkt. Und danach hatte ich mich geschminkt und habe ein Video gedreht und ich war zufrieden. Zum Thema Gesichtspflege habe ich in diesem Monat auch wieder keine Creme oder so leer bekommen. Es sind ein paar Produkte, die ich in Kombination gerade teste, wo ein Teil schon leer ist, aber ein Teil eben noch nicht. Und ich möchte euch das gerne in Kombination alles zeigen und erzählen, was da so meine Erfahrungen sind. Darum habe ich das auf den nächsten Monat aufgeschoben, bis dann der Rest auch leer gegangen ist. Ich habe aber noch ein letztes Produkt zur Gesichtspflege leer gemacht. Und das ist einmal diese kleine süße Pipettenflasche hier von der Marke Polar. Das Anti-Imperfection Serum ist das mit sibirischer Olive. Und ich muss jetzt nochmal kurz spicken, wo ich das drin hatte. Das war in der Blissim-Box jetzt im September erst gewesen. Und genau da hatte ich auch einen üblen Ausbruch, Pickelausbruch, speziell auch hier in diesem Bereich. Und da kam mir das wie gerufen, weil es eben speziell für solche Unreinheiten, für solche Ausbrüche da ist, damit es das bekämpft. Und darum habe ich das auch ganz gezielt in diesen Bereichen am Kinn aufgetragen und verwendet. Diese sibirische Olive soll einen viel größeren Vitamin C-Anteil enthalten als wie andere Produkte, was ich ganz spannend fand. Und es war eher ein dickflüssigeres Serum gewesen und es hat in dem Moment wirklich auch gut geholfen. Es hat diesen Ausbruch deutlich minimiert, es deutlich schneller ja wieder normal werden lassen. Ich bekomme immer wieder mal so einen Pickel irgendwo, aber ich hatte hier wirklich eine Stelle, womit mal wie so, also keine Ahnung, hatte ich auch noch nie gehabt. Es ist, seitdem die Maskenzeit ist, ich weiß nicht, ich gehe jetzt, ich werde jetzt nächsten Monat 39, ich gehe auf die 40 zu. Ich weiß nicht, ob mein Körper generell auch so eine Hormonumstellung vielleicht gerade durchmacht, wodurch das noch ein bisschen extremer ist. Aber ich habe jetzt abends immer ein Vitamin C Serum im Badezimmerschränkchen stehen, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass das gut hilft. Vitamin C tut generell auch Pigmentflecken ja aufhellen. Auch so Flecken von Pickelmalen werden dadurch aufgehellt. Es soll auch gleichzeitig ein bisschen Anti-Aging wirken. Aber ich habe das wirklich, wie es empfohlen wird, speziell für diese Unreinheit verwendet und es hat echt gut geholfen. Wir sind nun schon bei der letzten Kategorie angekommen, nämlich Make-up und da starte ich jetzt einmal mit Primern und da habe ich einmal diesen hier aufgebraucht, den ich für meinen Watermelon Haul gekauft hatte und ich bin total begeistert davon. Das ist von Kia T. London, der Watermelon Burst Hydrating Primer und das ist eine Tube, die sieht jetzt nicht mehr ganz so hübsch aus, aber so grundsätzlich finde ich diese Rosé-Optik ganz hübsch mit diesen roségoldenen Deckel und das Witzige ist, dass hier ein Pumper dran ist und dadurch hat man wirklich alles Produkt hier rausbekommen. Also ich musste überhaupt nicht quetschen, das kam alles von alleine durch diesen Pumper und ich hatte das auch so stehen, glaube ich, im Schränkchen. Ich habe wirklich alles einwandfrei rausbekommen. Es war eine klare Gelcreme gewesen, die auch so einen richtig schönen Wassermelonen-Touch an Duft mit drin hatte, was mir sehr gefallen hat. Ließ sich gut verteilen, ist super eingezogen und ich hatte das Gefühl, dass es einfach perfekt für das Make-up vorbereitet hat, weil es eben die Haut nochmal vorher mit Feuchtigkeit versorgt hatte und dadurch
die Haut einfach viel frischer aussah und breiter war für das Make-up. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Make-up darauf echt gut hielt. Also ich würde es jederzeit wieder kaufen und wieder verwenden. Ich habe dann noch einen zweiten Primer aufgebraucht, nämlich den hier von Fenty Beauty. Das war so eine kleine Probe mit 4 Millilitern. Der Pro Filter Instant Retouch Primer. Ich glaube, es gibt eine Reisegröße mit 15 Millilitern. Das war wirklich nur so eine ganz kleine Probe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich den her habe tatsächlich. Also das habe ich schon eine Weile im Schränkchen und jetzt endlich mal getestet. Es war eine ja leicht peachfarbene Creme, die sich auch gut verteilen ließ, die Poren etwas kaschiert hat und den Hautton so ein bisschen ausgeebnet hat. Es soll eigentlich ein mattierender Primer sein, aber ich finde, der hat nicht wirklich gut mattiert. Also dafür fand ich ihn jetzt weniger geeignet. Er hatte einen angenehmen, leicht parfümierten Geruch, aber nicht störend. Und ich finde auch, er hat gut aufs Make-up vorbereitet. Also von daher okay, aber ich finde, das Hauptding, das Mattierende, was er eigentlich machen soll, das hatte gefehlt. Und ja, also zum Poren kaschieren und so würde ich ihn wiederverwenden. Aber zum Mattieren gibt es da bessere Primer, finde ich. Ich habe dann noch leer gemacht, einmal dieses Produkt hier, was ich mir auch schon nachgekauft habe, weil ich es einfach so super finde. Von Love Perfectitude, das Under Eye Treatment, Depuffing and Cooling mit 7 Milliliter. Und ich finde das total klasse für den Alltag. Ich brauche dann keinen Concealer mehr, denn ich trage mir das eben auf die Stellen auf mit diesem Applikator hier direkt im unteren Augenbereich. Das hat so einen kühlenden Effekt, weil es so ein Metallapplikator ist. Und dann tupfe ich mir das ein bisschen mit den Fingern ein. Dann mache ich mir eine BB-Cream drüber, ein bisschen Puder. Und das ist dann so mein Make-up, mein Tages-Make-up, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe. Und ich fand das so schön, weil es so kühlt, es wirkt abschwellend. Es ist so leicht getönt, so, ja, ich würde sagen, mit so einem leichten Rosé-Touch und das passt einfach auch sehr gut zu meinem Hautton und ich brauche einfach keinen Concealer anschließend mehr und deswegen habe ich mir den auch schon nachgekauft. Und was ich mir auch schon jetzt mehrfach nachgekauft habe, weil ich das jetzt zum zweiten Mal leer gemacht habe, ist von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation mit 30 Millilitern und ich habe hier den Farbton Rose Beige 020 und den habe ich mir auch nachgekauft, weil das einfach die perfekte Farbe für mich ist. Das erste Mal hatte ich Sand Beige gehabt. Das war ein Produkt, was mir meine beste Freundin, liebe Grüße Jessie, vermacht hatte, weil ihr der Farbton zu dunkel war und dadurch hatte ich das zum allerersten Mal ausprobiert und ich liebe diese Foundation. Ich finde die Deckkraft perfekt. Es hat einen ganz leichten Tragekomfort. Ich habe es die letzten Monate fast bei allen meinen Videos getragen, weil das einfach eine sehr zuverlässige Foundation ist, die an Ort und Stelle bleibt, die sich gut auftragen lässt, die einen sehr angenehmen Geruch hat und tatsächlich auch mattierend wirkt. Es kommt mit der Zeit, mit den Stunden, der natürliche Glow durch. Das gefällt mir auch so gut. Das ist ja auch heute hier bei mir der Fall. Also ich bin hier, obwohl ich auch ein mattierendes Produkt genommen habe, habe ich so einen Glow mit drin, wobei ich denke, das liegt dann auch oftmals an den Primern, die man darunter verwendet. Ja, ich bin begeistert. Es ist eine Drogerie-Foundation und meine absolute Lieblings-Foundation aus der Drogerie. In der Glossy Box hatte ich einmal diesen Eyeliner hier drin gehabt von der Marke Mina. Es ist The 24-Hour Pen Eyeliner und zum Thema Markennamen scheiden sich da wohl ein bisschen die Geister, aber laut der Marke selbst spricht man ihn Mina aus, obwohl der eine Buchstabe wie eine 3 ausschaut, geschrieben und auch auf deren Homepage schreiben sie es tatsächlich mit 3 Ina. Aber auf diversen Videos sieht man, wie sie das dem Buchstaben M eben einfach drehen und dadurch die 3 entsteht. Und sie selbst sprechen es wohl eben Mina aus. Es ist, glaube ich, letztendlich egal, ob man 3 Ina oder Mina sagt. Es ist eine Marke, die mittlerweile bekannt ist, eben auch durch die ganzen Beautyboxen und so weiter. Es war ein schwarzer Filz-Eyeliner, den ich grundsätzlich auch gerne verwendet habe, aber ich finde im Vergleich zu anderen Marken, die ich schon getestet habe, fand ich ihn relativ trocken beim Auftrag. Dadurch fand ich die Kanten der Linien wie so ein bisschen ausgefranst und das war ein Punkt, der mich gestört hat. Was mir wiederum gut gefallen hat, es war ein schönes, sattes Schwarz und er hielt auch an Ort und Stelle. Er ist nicht in die Fältchen gekrochen, hat nicht abgestempelt.
Das fand ich halt ganz gut. Aber dieses trockene Gefühl, das war eben das, was so ein bisschen Punktabzug gebracht hat. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Flop-Produkt für diesen Monat. Und das ist einmal dieser Eyeliner hier, den ich jetzt aussortiere. Der ist von La Splash Cosmetics, genau. Sieht total klasse aus vom Produktdesign, hat hier so einen kleinen Diamanten drauf und das ist eben so ein ja schimmernder Eyeliner, den man sich zum Beispiel auch über einen schwarzen geben kann, damit der Effekt verstärkt wird. Das hat so einen Pinselapplikator und dieser Pinsel, und ich zeige euch das, der war eben von Anfang an auch wie so ausgefranst schon. Dadurch ist es eben auch ziemlich schwer, da generell das Ganze präzise aufzutragen. Und mit der größte Kritikpunkt, den ich habe. Also der Auftrag ist leider überhaupt nicht einfach, ist sehr kompliziert. Und ich finde, diese groben Glitzerpigmente da drin, die verrutschen auch ein bisschen. Das heißt, sie bleiben nicht dort, wo sie sein sollen. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich eben starke Schlupflider habe und man das sowieso kaum sieht. Also ganz viele Kritikpunkte irgendwie, die ich bei diesem Produkt habe. Hauptsächlich das Pinselchen. Und es ließ sich auch nicht gut auftragen, weil es dann irgendwie stückchenweise Glitzer zu sehen war. Dann wieder stückchenweise nicht. Und dann ist man da ewig bei und dann fühlt sich das irgendwann schwer an. Also leider kein schönes Produkt in der Handhabung und auch im Ergebnis. Ich habe dann noch zwei Mascaren aufgebraucht und das eine ist diese hier, eine sehr hübsche Verpackung. Es ist von Gronde, die Mascara Lash Boosting Formula. Ich möchte unbedingt von der Marke mal noch das Wimpernserum ausprobieren, weil die liebe Claudi von Claudis Welt da immer so von schwärmt und die hat extrem tolle lange Wimpern. Die Mascara konnte mich leider nicht so ganz überzeugen. Ich fand sie für den Alltag recht schön, weil sie die Wimpern aufgefächert hat, aber sie hat da jetzt nicht wirklich Volumen oder Länge reingezaubert. Es war wirklich ganz dezent dann im Ergebnis und mir einfach zu wenig, viel zu wenig. Darum kein Produkt, was ich nachkaufen würde. Und dann habe ich noch diese Mascara leider nicht aufgebraucht, aber hätte ich gerne. Das ist von Nabla, die Vicious Mascara mit diesem schönen Pantherkopf. Die ist mir leider runtergefallen und dabei ist sie mir zerbrochen. Und zwar genau hier an der Stelle, wo dieser oberste Teil drauf ist, wo es dann hier in diesen unteren Bereich geht und man kann das auch nicht kleben oder irgendwas. Ich habe jetzt die Tesa drum gemacht, damit ich euch das ein bisschen zeigen kann. Dieses Teilchen, wo dann die Bürste zu lösen ist, also der Deckel, ging gar nicht mehr ab von dem, dass ich das irgendwie noch hätte reparieren können. Es ist schade, denn es ist wirklich vom Ergebnis her eine der besten Mascaren, die ich bisher verwendet habe. Sie hat so schönes Volumen und Länge in die Wimpern gezaubert, dass ich auch angesprochen wurde, was verwendest du da für eine Mascara, beziehungsweise wurde auch gesagt, Mensch, hast du da falsche Wimpern drauf? Nein, hatte ich nicht, das war immer diese Mascara. Das einzige Kritikpünktchen, was ich hier geben würde, ist, dass ich den Auftrag gewöhnungsbedürftig finde und dass ich finde, dass man da ein wenig Übung braucht. Dieses Bürstchen ist so in sich gedreht wie eine Turbine. Es ist ein ja sehr scharfkantiges Bürstchen, würde ich auch sagen. Also sie tut auch so ein bisschen weh, wenn man zu dicht an den Wimpernkranz kommt. Und deswegen gibt es da einen Punktabzug. Aber das Ergebnis fand ich wirklich überzeugend. Das waren alle Produkte, die ich im Monat Oktober leer gemacht habe und der Gesamtwert der aufgebrauchten bzw. auch aussortierten Produkte, leider, wenn ich an Nabla denke, beträgt 383 Euro. Das ist echt Wahnsinn. Und wenn ich an den nächsten Monat denke, wo dann die Gesichtspflege auch mit dabei sein wird, die ich jetzt gerade in den letzten Zügen am Leermachen bin, ich verrate nur so viel, es dreht sich um die Marke Avant. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch da der Gesamtwert sein wird, aber es wird spannend, also unbedingt auch im nächsten Monat wieder einschalten. Ich habe jetzt hier vor mir eine Kiste stehen mit Produkten, die einer oder eine von euch gewinnen kann. Es geht jetzt also um die Monatsverlosung und ich habe euch da wieder ein buntes Potpourri aus allen möglichen Bereichen zusammengestellt. Sowohl Haarpflege, Körperpflege, Gesichtspflege und dekorative Kosmetik findet ihr da drin. Und wie immer werde ich euch nicht alles zeigen, aber so ein paar Dinge. Ich habe euch zum Beispiel reingepackt von Naturebox ein feuchtigkeitsspendendes Shampoo, weil ich denke, jetzt wo es kälter wird und die Heizungsluft wieder ja
intensiver zum Einsatz kommt, kann man das ziemlich gut gebrauchen. Dann habe ich euch hier zwei Produkte von Olution mit reingepackt. Diese beiden Tuben hier, das eine ist ein Light-Up-Serum, was der Haut Ausstrahlung schenken soll. Und das andere ist eine Gesichtspflege Glow-Up, also auch für mehr Glow, was auch gleichzeitig noch Feuchtigkeit spenden soll. Ich habe hier einen kleinen, ja so klein ist der gar nicht, ein Monolidschatten mit reingepackt. Dann ein Gesichtsreinigungsprodukt von der französischen Marke Respire oder Respire. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das richtig ausspreche. Dann habe ich euch einmal noch dieses Produkt mit reingepackt von Sophia und Mabel. Ein feuchtigkeitsspendendes Hybridprodukt ist das. Ein 2-in-1 Lipstick Balm. Also etwas, was ein bisschen Farbe gibt und gleichzeitig noch pflegt. Ich denke, das passt jetzt eben auch sehr gut zur kälteren Jahreszeit. Und das sieht auch ganz hübsch aus. Und viele, viele weitere Dinge. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Oktober. Damit springt ihr automatisch in den Lostopf und ich wünsche euch ganz viel Glück. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.